Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder und zwar mit einem Zeigevideo. Ich wollte euch meine Papiere zeigen. Das sind meine Motivblöcke. Die habe ich hier bei mir unten in der Schublade, aber die ist schon gerammelt voll. Ich fange mit dem stinknormalen Tonkarton Zeichen, wie heißt es? Motivblock? Ne, nicht Motivblock. Tonpapier an. Dazu nehme ich euch mal kurz runter. Also, hier haben wir mein Tonpapier und mein Kartonpapier oder wie man dazu sagt. Also dieses dickere Papier. Das zeige ich euch jetzt nicht im Einzelnen. Also wie ihr seht, das ist gerammelt voll. Ich habe extra jetzt so einen Karton drauf gemacht, dass ich das Papier nicht kaputt mache, also da passt nichts mehr rein. Hier oben habe ich ja meine Motivblöcke, das sind alles die Blöcke noch vom Teddy, wo ich mir doppelt gekauft habe. Da habe ich auch zum Beispiel hier oben neu drauf geschrieben, das ist noch der andere, dass ich weiß, welche ich alles doppelt habe und welche ich noch nicht angefangen habe. Hier hinten habe ich noch anderes Papier, auch so einfarbiges Papier zum Action noch. Aber das lasse ich auch mal drin. Mir ging es eigentlich hauptsächlich um mein Motivpapier, was ich habe. Und das ist dieser ganzen Haufen hier. Ja, ich schiebe das mal auf die Seite. Dann kann ich das auch wieder so gleich in die Schublade rein. Hier habe ich einmal, ich mache das so stapelweise, die, wie groß sind die? Ich guck mal gerade auf den. Das steht da gar nicht drauf, wie groß. Naja, ist ja auch egal. Ihr kennt ja alle die Größe. Und jetzt zeige ich das euch jetzt am. Nein. Das sind halt alles so diese Teddyblöcke und Actionblöcke, die ich schon angefangen habe. Und also ich benutze meine Blöcke auch. Und der Kat also die Schublade ist auch voll. Moment, ich muss immer so. Hier ist noch Papier von der lieben Steffi. Na, das ist auch wieder. Irgendwie ist das immer alles mit so, wie man will. Das macht das Papier. Und ja, ich liebe dieses Papier einfach. Klar sind auch Motive dabei, mit denen ich nichts anfangen kann, aber ja, Tauschpäckchen. Hier sieht man, hier fehlt schon ein Stück. Ja. Ja, das finde ich auch total schön hier, das. Ich hoffe auch, ich habe mir so ein Faltbrett bestellt, wo man Umschläge selber machen kann, weil mich das als aufregt, wenn ich so Alben machen will, dass ich keine passenden Umschläge habe. Und so habe ich mir dann das jetzt bestellt. Dann noch diese hier. Die sind auch noch von der lieben Steffi. Die sind jetzt halt da gemischt dabei, aber das ist ja nicht schlimm. Hier unten sind auch noch mal welche. So. Ich glaube, das sind sogar Teddypapiere. Und ja, den Bock hatte ich mir sogar zweimal gekauft. Ja, ich dachte halt einfach, ich zeige sie euch mal. Und das sind ja die, wo ich in dem Tausch drin hatte. Und da werde ich mir ein Weihnachtsalbum basteln. Die finde ich nämlich total schön. So, dann kommen wir auch schon zu den Blöcken.
Ich werde auch die kleinen Blöcke euch zeigen. Auch wenn da hinten jetzt ein totales Chaos ist. Aber naja, egal. Das sind hier die Action-Blöcke. Den habe ich noch nicht benutzt. Aber die kennt ihr ja alle. Ich gehe nur schnell mal so durch. Ja. Also ich bin schon ein richtiger Papiersuchti geworden. Das hätte ich nicht gedacht. Ich meine, ich mache es ihn auch noch gerne. Sehr gerne sogar. Aber jetzt so im Sommer nicht so oft. Ich habe mir zwar jetzt erst wieder Neues bestellt, aber ja, was will man damit machen? Mit den ganzen Anhängern, wenn man es nicht verkauft. Und ich habe zwar einen Tauschaufruf gemacht, aber das wollte keiner teilnehmen, bis auf eine. Und ja, falls ihr doch noch Interesse habt, ich setze euch den Link in die Infobox. Und ja, dann werde ich halt mehr Papier machen, auch so Aufbewahrung, und werde ich mal gucken. Da möchte ich auch mehr Videos davon machen. Klar, dann sind es nicht meine Ideen, das werde ich ja dann auch dazu sagen. Und ja, jetzt haben wir hier nochmal einen Action-Block. Oder ist das Teddy? Nee, das ist Teddy. Das ist der neue vom Teddy. Und mit Resin kann man halt wunderschön auch die Rahmen gießen. Und ihr wisst ja, dass ich meine ganzen Molds verkauft habe. Und ja, den hätte ich gerne nochmal. Den Block, wenn den irgendjemand hat im Teddy und der nochmal hat, gerne, kann sich gerne bei mir melden. Oh, und dann ist hier ein Action-Block. Und ja, das habe ich ja von der lieben Dame aus der Facebook aus der Action-Gruppe, hat die mir das besorgt, und die ist jetzt auch wieder für mich unterwegs, fleißig. Und ja. So, das war der Block. Jetzt bin ich total aus dem Konzept gekommen, weil ja, da ist gerade was passiert, ist ja auch egal. Und dann haben wir hier auch nochmal einen Action-Block. Also ich benutze das ist so schön, das Papier. Und ja. Das ist einfach nur traumhaft schön. Dann hier auch nochmal ein Action-Block. Schaut euch das mal an, das Papier hier. Ist das nicht mega? Traut man sich ja gar nicht zu benutzen. Das. Total cool. Da gucken, was ich dann noch schön ist. Ah, da sieht man es auch nochmal. Hier habe ich übrigens die Teile hingemacht von Gorgeous, von dem Haul gestern. Und dann hier auch nochmal ein Action-Block. Da habe ich jetzt noch nichts groß rausgemacht, weil, ja, ich wollte erstmal so meine Reste noch verwerten, die ich habe. Hier ist auch nochmal ein Action-Block, aber da habe ich schon welches rausgenommen. Wie man merkt, da ist ja nicht mehr alles doppelt. Aber der ist auch total schön. Und ja, dann ist das hier nochmal ein Teddy-Block. Ist auch total schön. Hier, das hier gefällt mir auch. Mit der Rose. Ich sehe gar nichts, das hier. Total klasse. Dann hier nochmal ein Teddy-Block. Da gab es ja vier Motive, aber den einen habe ich, wie ich in dem Haul gesagt habe, nicht mitgenommen. Und ja. Dann habe ich mir hier so mal ein Vintage-Block kauft. Da sind auch Reste noch drin, die ich benutzt habe, dass sie nicht kaputt gehen.
Da sieht man mal, dass man jeden Schnipsel auch noch gebrauchen kann. Und da waren hier so einmal so dünne Papiere drin und einmal dicke, aber die können da nicht rein eigentlich. Aber die habe ich halt reingemacht, weil es die Größe hatte. Das ist einmal, das ist ein Papier, dann dieses und dieses Schmetti-Papier, dieses Rosenpapier. Das war mal aus dem Set aus dem, das ist eine Anleitung. Das ist ein Set aus dem Lidl, glaube ich, mal gewesen. Da waren noch die Papiere so drin. Und hier ist es eigentlich zu dem eigentlichen Block. Da war dieses Motiv drin. Dieses Motiv. Das habe ich auch zweimal, weil ich das mal im Tauschpäckchen hatte. Und das ist ja mein absolutes Lieblingsmotiv. Das habe ich auch nur noch einmal. Das werde ich auch nicht benutzen. Und dann hier diese Tags. Kann man sich ausschneiden. Das habe ich auch zweimal. Wie gesagt, die hatte ich schon mal manche im Tauschpäckchen drin. Ja, da habe ich noch euch eins unterschlagen hier mit den Uhren. Und dann die Landkarte noch. Fischis. Hier nochmal mit den Schmetterlingen. Das ist das feste Papier. Dann hier mit den Rosen. Und das nochmal. Und dieses schwarze. Und hier kommen halt dann nochmal das alles in dünne Papiere. Auch gut so zum Album machen, finde ich. So. Dann habe ich mir noch diesen Steinblock mal gekauft, also diesen Strukturblock. Und ja, da sind halt immer einmal Motivkarton drin und einmal Motivpapier. Und ja, mit Stein. Ja, das ist halt immer zweimal drin. So Rasen wäre gut, falls Fußballkarte oder so. Und dann dieses noch. Und dieses. Das. Dann ist die Schublade auch voll. Dann habe ich hier noch so einzelnes. Wie kann ich das euch jetzt zeigen? Ja, das sind so Papiere, die ich auch mein Tauschpäckchen hatte. Das ist auch ganz schön. Oder das, oder hier das. Hier ist so durchsichtige Transfer. Nee, Transferfolie ist das nicht. Aber da möchte ich mir noch unbedingt was einfallen lassen. Und ja, alles Mögliche ist da noch. Ich brauche nämlich nur einen Platz, weil, ja, wie gesagt, die Schublade voll ist. Dann habe ich von meiner Arbeitskollegin, die hat auch noch gebastelt und hatte mal gebastelt. Und sie hat mir hier so tolles Motivpapier noch geschenkt. Und zwar einmal diese tollen Blumen. Und diese, sind das Sonnenblumen? Nee, das sind so Butterblumen oder so. Auch total schön, so Blätter. Die Rosen. Das ist mal was für Kinder. Auch hier das ist total schön. Auch was für Kinder. Und dann so Streifen.
Und dann diese Herzen sind auch wunderschön. Und das gibt es dann halt alles nochmal so in Transparent, was ich auch total genial finde. Ja, das waren so jetzt die großen Blöcke. Da habe ich nochmal, das war auch noch dabei, habe ich schon sortiert für unten rein, dieses normale Motivpapier. Tonzeichenpapier hier auch nochmal. Dann habe ich hier noch Spiegelkarton. Mal gucken, was ich damit Schönes mache. Dann habe ich hier schon meine Stempel von gestern ausprobiert und ein bisschen ausgemalt. Ja. So, dann müssen wir mal hier rüber. Ich habe hier umgestellt, wie ihr seht. Habe meine Gorgeous-Stempel rein. Ich muss noch eine Aufbewahrung machen. Ja, hier habe ich Schuhkästen. Ja, und da ist dann jetzt mein Laptop. Dann habe ich hier mein Motivpapier. Na, ich bin auch eine kleine Zockerin, wie man sieht. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Hier habe ich dann das Motivpapier vom Teddy drin. Die Blöcke habe ich mir ja mehrmals geholt gehabt. Das Papier liebe ich total. Aber die haben momentan die Blätter nicht mehr, also die Blöcke. Ja. Und die Aufbewahrung habe ich ja auch selbst gemacht, nach Anleitung von der Liebesfox. Dann habe ich hier noch auch noch ein, ich zeige es euch mal so rum, auch noch vom Teddy und Action und allmöglich. Ich habe so viele Ideen in meinem Kopf, aber ja, die liebe Zeit lässt es nicht zu. Und wenn die liebe Zeit nicht da ist, dann hat man immer so seine Probleme. Dann habe ich hier noch, also hier kommen dann nur noch diese einfarbigen Papiere vom Action und hier dann noch mal ein paar vom Teddy. Und ich habe das immer so nach Farben, also blau, rosa, blau. Und dann haben wir hier schon die kleinen. Da habe ich mir diesen Block, habe ich mir mehrfach gekauft gehabt. Ein Motiv ist da schon gar nicht mehr drin, was ich so toll finde. Dieses hier. Aber es sind eigentlich auch echt alle schön. Dann den hier noch vom Teddy. Dann den hier noch. Der war, glaube ich, mal. Nee, nicht. Vom Kick war der nicht. Dann habe ich hier auch noch mal so kleine. Wollte jetzt nicht umgehen. Da ist auch das schön hier Paris. Na, geh rein. So. Dann haben wir noch mal ein paar Blöcke. Und zwar hier die. Da sind auch nicht mehr alle drin, weil ich die schon teilweise benutzt habe. Den hier.
Den hier, der ist noch voll. Den habe ich noch gar nicht benutzt. Und den habe ich auch mal vom Kick geholt. Man muss ja alles haben, auch wenn es einem nicht so gefällt. Der ist auch vom Kick. Ne, der ist vom Teddy. Naja, Hauptsache man hat alles. Der ist auch fast leer. Das ist auch ein Kickblock. Der ist auch Kick. Und der ist auch Kick. Das ist auch mein letzter Block. Ja, so, das war es eigentlich schon. Ich habe da nur noch dann meine... Moment, ich zeige es euch. Ich nehme euch kurz mit. Hier habe ich nur noch meine einfarbigen Papiere stehen. Und das war es eigentlich, was ich an Papier habe. Ja, hier stehen halt die anderen. Und die anderen Blöcke habe ich euch auch gezeigt. Ja. Habt ihr Videowünsche oder dergleichen, sagt mir Bescheid. Schreibt es mir in die Kommentare. Bei einem Daumen hoch würde ich mich freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.